Hallo, Kintex TV präsentiert Ihnen jetzt eine Anlage für Atemwegsbeschwerden. Für Beschwerden im Bereich von Erkältungen, Allergien oder irgendwelchen anderen Störungen, die mit der Atmung zu tun haben. Hierfür haben wir zwei Bereiche, die wir kleben. Ein Bereich im Gesicht, im Bereich der Stirnhöhlen, der Nebenhöhlen und der Nase und einen weiteren Teil auf dem Rücken. Für die Anlage im Gesicht haben wir vorbereitet 5 kleine Streifen, etwa 5 cm lang, ein Block breit. Und meine Kollegin wird Ihnen jetzt die genaue Anlage zeigen. Zuerst teilen wir das Trägerpapier und legen knapp unterhalb des Auges ohne Zug den ersten Streifen auf. Das gleiche mit dem zweiten Streifen auf der anderen Seite. Und den dritten Streifen kleben wir oberhalb der Augenbrauen auch ohne Zug wieder auf. Ebenso mit dem vierten Streifen. Wichtig ist hier nochmal zu betonen, dass das Gesicht vorher nicht mit Cremes oder Ähnlichem eingecremt sein sollte. Den fünften Streifen teilen wir in der Mitte und legen ihn im Bereich der Nasenwurzel mit leichtem Zug auf. Reiben die Streifen nochmal leicht an. Und wechseln dann auf die Anlage am Rücken. Jetzt kommen wir zum rückwärtigen Bereich dieser Tape-Anlage. Dafür haben wir 3 Streifen Tape schon vorbereitet. 2 Streifen Classic Tape haben wir abgemessen, etwa vom Bereich 7. Halswirbel, hier im Verlauf nach unten, das links und rechts. Und einen Tape-Streifen etwas kürzer, der dann in diesem Bereich angelegt wird. Diese Tape-Anlagen richten sich nach Erkenntnissen der traditionellen chinesischen Medizin, dass wir hier im Verlauf der Meridiane arbeiten und hier einen speziellen Regulationspunkt noch mit kleben. Der obere Streifen wird angelegt ungefähr im Verlauf der Schulterblattoberkante. Meine Kollegin wird jetzt auch diesen Bereich Ihnen präsentieren. Wir lassen unseren Patienten nach vorne beugen, den Kopf nach vorne beugen, um in eine Vordehnung zu kommen. Wir lösen die Basis des Tapes ab, kleben auf Höhe des 7. Halswirbels etwa auf und legen das Tape komplett ohne Zug etwa 2 Finger breit neben der Wirbelsäule auf, reiben das Tape an. Das gleiche auf der zweiten Seite, lösen wieder das Trägerpapier der Basis, kleben auf, lösen den Rest des Trägerpapiers ab und ohne jeglichen Zug 2 cm links der Wirbelsäule. Reiben das Ganze an, teilen jetzt das Tape in der Mitte, geben einen leichten Zug drauf und etwa im Verlauf der oberen Schulterblattkante wird das Tape aufgelegt, angerieben. Dann lassen wir unseren Patienten aufrichten und damit ist die Anlage für die Atemwegsbeschwerden abgeschlossen.